Hinter jedem Erfolg bei der Olympiade steckt ein langer und beschwerlicher Weg der Vorbereitung und des Trainings. Bei paralympischen Sportlern ist dieser Weg meist besonders hart und steinig. So auch bei den Teilnehmern der diesjährigen Paralympics in Sotschi. Umso wärmer und herzlicher wurden sie am Flughafen in Wien in Empfang genommen. Grenzenlos ist ein Gefühl, das dir als Sieger lacht. Grenzenlos ist deine Macht. Ich war sehr positiv überrascht, einmal von der Organisation her, auch von der Herzlichkeit drüben der Menschen. Wir haben sehr, sehr schwierige Bedingungen gehabt. Es waren ja, sag ich mal, mehr oder weniger Frühlingsspiele, keine Winterspiele mehr. Trotzdem haben sie wirklich tolle Pistenverhältnisse den Umständen entsprechend zustande gebracht. Und für mich persönlich ziehe ich auch eine sehr positive Bilanz, was sportlich betrifft. Das war mein Ziel, das habe ich erreicht und trotzdem bin ich jetzt sehr, sehr froh, auch wieder zu Hause zu sein. Ich bin überglücklich, dass es gleich dann im ersten Bewerb zu Gold gereicht hat, noch dazu, dem dann im zweiten Bewerb dann Super-G auch noch einmal gereicht hat, ganz oben zu stehen. Und ja, Riesentaler war auch die Aufgabe, das muss man ganz ehrlich sagen. Natürlich bin ich mächtig stolz auf alle unsere Athleten und unsere Athletin, dass wir diese 11 Medaillen mit nach Hause bringen konnten, obwohl das Team um ein gutes Drittel kleiner war als in Vancouver, ist die Zahl der Medaillen gleich geblieben und das freut uns sehr. Es ist so großartig, die Leistungen, die die jetzt erbracht haben in Sotschi. Das kann man kaum fassen als Normalsterblicher, wenn man gesehen hat, wie schwierig die Pistenverhältnisse sind, weil ich war ja auch bei den normalen Olympischen Spielen und habe die Steilheit des Geländes gesehen und die fahren genau auf denselben Pisten. Also das ist für mich so abenteuerlich und ich habe höchste Hochachtung vor jedem Einzelnen, der dort antritt überhaupt und mitfährt oder mitläuft. Weil sie haben ja schon einmal einen schwierigen Schicksalsschlag überwunden und sich wieder hochgerappelt und bringen dann derartige Höchstleistungen. Das ist für mich wirklich nur Chopin. So viele Medaillen, so viele tolle Leistungen und das ist schon ein ganz besonderes Gefühl, wenn man dann dabei sein kann beim Abholen und sieht, wie stolz auch die Athletinnen und Athleten sind. Und als Sportlandesrätin in Niederösterreich haben wir ja mit Claudia Lösch eine Doppelmedaillengewinnerin, zweimal Silber, und da sind wir im Sportland Niederösterreich natürlich auch sehr, sehr stolz. Es war sehr viel Zeit und sehr viel Energie, die ich da hineingesteckt habe. Und ja, jetzt habe ich sie. Super. Wie haben Sie die Paralympics erlebt? Ja, es ist so, dass die Pistenverhältnisse sehr, sehr schwierig waren. Also jetzt von den ganzen Umständen drumherum sicher wesentlich schwieriger als Vancouver vor 4 Jahren. Aber nichtsdestotrotz, also es war immer eine Hammerstimmung. Also es wurden auch, was ich weiß, wesentlich mehr Tickets verkauft als zum Beispiel in Vancouver. Und ja, also so von dem her war es schon ziemlich cool. Wie wichtig finden Sie die Paralympics? Unverzichtbar. Nicht nur wichtig, sondern unverzichtbar. Und das ist, was für uns im Sportland Niederösterreich ganz normal ist, dass die Athleten gleichgestellt sind. Und wir freuen uns mit jedem paralympischen Medaillen, genauso wie olympische Medaillen. Und es ist schön, dass das immer wieder auch europaweit bzw. auch weltweit so gehandhabt wird. Sie zeigen, dass eine körperliche Beeinträchtigung, ein Unfall, eine Krankheit nicht zu Verzweiflung führen muss. Und nicht das Ende des Lebens ist, wie viele das verständlicherweise empfinden, sondern dass es eigentlich keine Grenzen gibt. Ich wollte heuer einfach dieses Ziel erreichen. Die Teilnahme war vor 3 Jahren, wie ich mein Comeback gegeben habe, das große Ziel. Das habe ich dann erreicht und natürlich dann aufgrund der guten Leistungen habe ich natürlich das Ziel gesetzt, auch Medaillen zu machen, wenn ich dabei bin. Und ich habe das wieder mit dem gleichen Aufwand betrieben, wie ich es in meiner ersten Karriere gemacht habe. Und darum ist es jetzt sehr, sehr schön, dass es mit den Medaillen auch zurückgekommen ist. Jeder Tag beginnt wieder vom Neuen. Jeder Tag war eine besondere Herausforderung. Und was wirklich schön ist, dass so ein kleines Team so viele Medaillen hat, da kann man stolz sein als Österreicher. Grenzenlos ist deine Macht. Du hast das Unwahrscheinliche vollbracht.